beim Fußball und beleuchten ein bisschen die Situation von Werder Bremen. Keine andere Mannschaft verfügt wohl über eine so große Erfahrung im Kampf gegen den Abstieg wie die Norddeutschen, die, man kann es fast sagen, seit Jahren sich im unteren Tabellendrittel befinden. So auch in dieser Saison, in der sie bislang von den 18 Mannschaften der Bundesliga die meisten Gegentore hinnehmen mussten. Trainer Wolfgang Weber wurde entlassen und man verpflichtete Fritz Langner. Der 67-Jährige war vor gut einem Jahrzehnt schon einmal erfolgreich an der Weser tätig. Aber ich glaube kaum, dass sich der gute Fritz Langner vor einigen Wochen hat träumen lassen, dass er noch einmal in das Bundesliga-Geschäft einsteigen würde. Und so liegt denn auch die Vermutung nahe, dass Rudi Assauer, der Manager, weiterhin das Sagen hat. Allerdings nicht offiziell, denn er verfügt nicht über die notwendige Trainerlizenz des DFB. Mein Kollege Helmut Poppen hat die Situation in Bremen beleuchtet, anlässlich der letzten drei Begegnungen, die die Bremer in 7 Tagen bestreiten mussten. Sie stürmten wie einst im Mai. Im Mai 1968, als unter Fritz Langner der SV Werder Vizemeister der Bundesliga wurde. 1980, nach einer Serie von 0:8 Punkten, bei der alle Fußballtugenden verschüttet schienen, mit einem Mal wieder Angriffsfußball über die Flügel mit Toren am Fließband. Am Ende heißt es 4:0 gegen Eintracht Braunschweig. War das die rechtzeitige Wende zum Guten? Diese Frage weitergegeben an Manager Rudi Assauer. Uns war wichtig, dass wir das heutige Spiel gewinnen. Also hier die harte Arbeit, die wir gemacht haben in den letzten 3 Wochen am Trainingsplatz, dass hier auch mit Erfolg gekrönt war. Und das war für uns wichtig, ein Erfolgserlebnis zu haben. Das haben wir heute genossen mit 4:0. Ich glaube, dass wir aufgrund dieser Tatsache auch in den nächsten Wochen mit einer besseren Moral an die Spiele rangehen können. Trainingslager als moralische Anstalt. Psychologische Betreuung eines Teams im Aufwind und um Aufwind und Selbstvertrauen für 75 Stunden zu konservieren. Der Manager allen voran. Auf dem Trainingsplatz vor den Toren Bremens hat der Trainer das Wort. Fritz Langner, Vaterfigur im besten Pensionsalter, nicht ganz gesund. Wer ist da schon mit 67? Das Risiko nicht scheuend, ausgelacht zu werden. Kein Wundertrainer in unserer Zeit der Supermänner, aber ein Mann mit Herz und mit Fußballverstand. Man mag ihn kaum fragen, ob er der Strohmann ist. Lare Strohmann, das ist irgendwie furchtbar. Wenn ich hier irgendwie angefangen habe und ich stehe mit dem Trainingsanzug auf dem Platz, dann mache ich auch mit. Und so ist es auch Tatsache. Selbstverständlich haben wir eine Teilung innerhalb der Mannschaft und wir tun uns vor absprechen, was wir aber zu arbeiten haben, Auflockerung und so weiter. Du nimmst ja Rudi Assauer die eine Gruppe und ich die andere. Wer hat letztendlich das Sagen oder gibt es auch da Absprachen? Gibt es nur Absprachen. Wir waren, ich habe es von vornherein festgestellt, dass irgendwie, wenn ich jetzt hier komme, habe ich ja noch irgendwie nach keinen richtigen Überblick, dann muss mir Assauer helfen und das tut er ausgezeichnet. Und wir haben in dieser Richtung überhaupt gar keine Probleme. Wie groß war das Wagnis, Sie sind nicht mehr 35, so einen Job, der ja nicht ganz ungefährlich ist, auch nervlich anzunehmen? Hier spielt etwas irgendein Herzblut mit. Ich habe seit vielen Jahren ein gutes Verhältnis zu Werder Bremen und ganz besonders zu Rudi Assauer. Und aus diesem Grunde, weil sie irgendwie in Not geraten sind, haben sie mich gebeten, dass ich doch irgendwie helfen soll. Ich möchte hier meinen Dank damit abstatten. Rudi Assauer, der Manager, der aktivere Teil, auch beim Spielchen 4 gegen 2. Smart, redegewandt, mit einem Hauch Schlitzohrigkeit versehen, der mächtige Mann beim SV Werder. Nicht nur altersmäßig, eine ganz andere Generation als die des Trainers. Doch auch er hat das Wohl seines Vereins im Visier. Ein abgekämpfter Manager, Rudi Assauer, diesmal körperlich, geistig auf der Bank. Sind Sie Cheftrainer oder welche Funktion hat Ihr Trainer Langner? Einzig Verantwortlicher für den sportlichen Bereich ist Trainer Fritz Langner. Ich gehe ihm zur Hand, soweit es also hier seine Gesundheit es nicht zulässt. Deswegen habe ich auch heute Morgen dieses Torwarttraining gemacht, das Herr Langner aufgrund seiner Gesundheit im Moment nicht mehr durchführen kann.
Es gibt also eine Art Gewaltenteilung und das muss ja nicht unbedingt negativ sein. Das ist sicherlich nicht negativ. Herr Langner hat einen so reichen Erfahrungsschatz im Fußball, dass wir auf ihn gar nicht verzichten können. Und er ist nach wie vor geistig voll auf der Höhe, worauf es ankommt im Fußball, was Taktik angeht, die Mannschaft so hervorragend einzustellen. Sie glauben mit Sicherheit an den Klassenerhalt. Ich möchte mal fragen, warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass wir nach den letzten Wochen der harten Arbeit und nach der Aufwärtsentwicklung, die wir gesehen haben, jedem einzelnen Spieler einfach spielerisch und körperlich zu stark sind, um in der zweiten Liga abzusteigen. Ein großes Wort gelassen ausgesprochen, doch die Taten folgten auf dem Fuße. Nach 2 Minuten gegen Düsseldorf. Eins zu null, zu dem Zeitpunkt wird in Hamburg bekannt, dass Dressel zum HSV geht. Nach 20 Minuten heißt es bereits 2 zu 0. Wieder kommt die Gefahr vom Flügel. Am Ende heißt es 4 zu 1. Danach Pressekonferenz. Sie gehen durch ein Stahlbad, so war es zu lesen. Ja. 3 Spiele in 7 Tagen. Reicht die Kraft am Freitagabend noch einmal, um wenigstens einen Punkt zu machen? Gut dosiert. Wir haben gut dosiert und ich glaube auch, dass wir am Freitag werden eine kleine Überraschung schaffen. Der Trainer von Leverkusen, Willibert Krämer, war hier. Beunruhigt Sie das? Mein gar nicht, im Winter. Also das soll ich gesehen haben. Sie haben heute Morgen gesagt, dass Sie nicht absteigen, weil Sie personell gut besetzt sind. Bisher sind Sie auf dem richtigen Wege. Ich darf noch einmal fragen, was mit der Kondition ist. Reicht das noch einmal in Leverkusen? Es wird sicherlich sehr schwierig sein. Trainer Fritz Langer hat es schon gesagt, innerhalb von nicht ganz 7 Tagen so 3 wichtige Spiele für uns zu bestreiten. Die Mannschaft hat Gott sei Dank gegen Braunschweig nach 60 Minuten nicht mehr so hart gefordert. Und auch heute ist uns gelungen, frühzeitig einen sicheren Vorsprung herauszuspielen. Aber trotzdem glaube ich, dass es sicherlich eine Einbüße geben wird in Sachen körperliche Fitness. Wir müssen versuchen, das also bis zum Freitagabend wieder auszugleichen und ein bisschen zu dosieren. Ich bin auch wieder Trainer. Frohe Mutes und gute Hoffnung, dass wir in Leverkusen auch eventuell einen Punkt holen können. Es kam ganz anders, erneuter Einbruch mit 0 zu 4. Auswärts fehlt ein Mann wie Watson und diesen Fall nimmt der Manager auf seine Kappe. Seit nunmehr 10 Jahren wandelt der SV Werder auf dem schmalen Grat, keine größeren Schulden zu machen und dennoch erstklassig zu bleiben. Eine Leistung, die hoch einzuschätzen ist, aber vom Publikum längst nicht honoriert wird. In diesem Geschäft zählt nur der Erfolg. Zu unterschiedlich sind Höhen und Tiefen dieses Vereins, fachlich sind sie kaum zu begründen. Werder Bremen, die Swings der Bundesliga, könnte es allerdings auch diesmal wieder schaffen. Und dann werden alle sagen, typisch Werder Bremen.